Herzlich willkommen auf der Matte und bei diesem wundervollen Ganzkörperflow. Schön, dass ihr da seid. Heute starten wir in einem bequemen Sitz. Füße locker auseinander, Knie angewinkelt, Wirbelsäule gerade, Schultern locker, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Hände auf die Knie. Wir schließen die Augen und zusammen einmal tief durch die Nase einatmen. Und tief durch den Mund, alles ausatmen. Danach lassen wir den Atem durch die Nase fließen, ein und aus. Ganz entspannt, immer durch die Nase. Wirbelsäule bleibt gerade, Schultern unten. Und wir ziehen rechtes Ohr zur rechten Schulter. Dehnung in der linken Seite im Nacken. Langsam Kopf zurück in die Mitte. Linkes Ohr zur linken Schulter ziehen. Die Intensität selbst kontrollieren, korrigieren. Schultern bleiben unten. Dehnung in der rechten Seite im Nacken. Langsam das Kinn zum Brustbein in der Mitte. Und wir bringen Kopf nach rechts. Langsam bewusst mit Kopf Halbkreise machen. Das Kinn von Schulter zu Schulter. Und wenn alles okay ist, wir können mit Kopf den ganzen Kreis machen, also mit Kopf auch nach hinten gehen. Einmal andersrum. Das geht zum Brustbein. Rücken ganz rund machen. Ganz entspannen. Und beim nächsten Einatmen Wirbel für Wirbel, Brustbereich öffnen, Schultern nach hinten ziehen. Blick nach oben. Ausatmen, langsam Rücken entspannen. Ein paar Mal so in eigenem Atemrhythmus die Bewegung mit dem Atem verbinden. Einatmen, Brustbereich öffnen, heben. Ausatmen, Rücken entspannen. Beim nächsten Einatmen Wirbelsäule gerade, Arme nach oben. Ausatmen, Twist nach links. Linke Hand hinten uns, rechte Hand über linkes Knie. Linke Schulter weiter nach hinten öffnen. Einatmen, zurück in die Mitte, Arme nach oben. Ausatmen, Twist nach rechts. Rechte Hand hinten uns, linken Arm über rechtes Knie. Rechte Schulter weiter nach hinten öffnen, Blick nach rechts oder nach hinten. Einatmen, Oberkörper zurück in die Mitte, Arme nach oben. Ausatmen, Hände hinten uns, unter den Schultern, Brustbereich heben, Füße. Matte breit auseinander schieben, Fersen bleiben immer auf der Matte. Einatmen hier und beim Ausatmen die Knie zur linken Seite ziehen. Po bleibt ganz gerade auf der Matte. Zurück in die Mitte, Knie nach rechts, Po gerade auf der Matte. Zurück in die Mitte. Einatmen in der Mitte, ausatmen, Knie zur linken Seite, entspannen, Po, rechte Seite gerne anheben, die Knie ganz zum Boden bringen. Einatmen, alles zurück in die Mitte, ausatmen, Knie nach rechts. Ein zur Mitte, ausatmen nach links.
Ein zur Mitte. Aus nach rechts. Ein zur Mitte. Und wir treffen uns auf der linken Körperseite. Rechten Arm nach oben, einatmen. Und beim Ausatmen rechte Hand nach hinten. Auf die Matte. Brustbereich mehr zum Boden ziehen. Linken Arm unter dem rechten Achsel. Nach links strecken. Linke Schulter, Kopf auf der Matte. Und wir bringen den rechten Arm nach rechts aus der Matte. Einfach einen Twist im Liegen. Und dann bringen wir rechten Fuß zur linken Hand. Und vielleicht können wir das rechte Bein strecken. Kopf in der Mitte oder nach rechts drehen. Kopf in die Mitte, linkes Knie zum rechten Knie schieben, Knie zusammen und wir bringen die Beine so zur Mitte. Rücken auf der Matte. Rechtes Bein langsam zum Boden, so gestreckt, über der Matte halten, Bauchmuskeln aktivieren, Arme zum Körper, Kopf, Schultern, Schulterblätter anheben. Langsam, fließend, die Knie wechseln, linkes Bein strecken, rechtes Knie beugen und wechseln, Bauchmuskeln arbeiten, Atem fließt. Linkes Knie beugen, rechtes Bein bleibt gestreckt. Wir bringen rechtes Bein so nach oben zur Decke, zum Himmel. Kopf, Schultern entspannen, Arme auseinander strecken. Beine langsam, kontrolliert, so wieder nach links, zur linken Hand bringen. Rechtes Knie beugen, rechten Fuß wieder auf die rechte Seite auf der Matte. Rechte Hand zur linken Schulter in die Matte drücken. Wir heben den Oberkörper. Wir kommen zum Sitzen. Linke Hand in die Matte drücken. Und wir bringen die Hüften nach oben. Wir sind nur auf den Knien. Hüften nach oben ziehen. Brustbereich öffnen. Rechten Arm über dem Kopf. Einatmen, im Ausatmen setzen wir uns, rechte Hand hinten uns auf die Matte, Brustbereich heben, Knie zurück in die Mitte, einatmen, beim Ausatmen Knie nach rechts entspannen, linken Arm nach oben, einatmen, ausatmen, linke Hand nach hinten auf die Matte, Brustbereich, Kopf mehr zur Matte. Rechten Arm unter dem linken Achsel nach rechts strecken. Arm, rechte Schulter, Kopf auf die Matte. Linken Arm nach links aus der Matte öffnen. Auf dem Boden entspannen. Linkes Bein strecken und zur rechten Hand bringen. Rechte Hand kann den linken Fuß greifen. Einfachen Twist im Liegen. Wir können so bleiben. Oder Kopf nach links drehen. Langsam Kopf zurück in die Mitte. Rechtes Knie zum linken Knie, Knie zusammen. Wir bringen die Beine so langsam
nach oben in die Mitte. Die ganze Wirbelsäule auf der Matte. Bauchmuskeln aktivieren. Linkes Bein über die Matte halten. Arme zum Körper. Kopf, Schultern, Schulterblätter, Arme anheben, über der Matte halten. Weiter atmen. Und langsam fließen, wechseln wir die Knie ein, Bein strecken und beugen. Rechtes Knie zur Brust ziehen, linkes Bein nach oben, zur Decke, zur Himmel strecken. Oberkörper entspannen, Arme auseinander. Einatmen und beim Ausatmen langsam kontrolliert die Beine so wie die sind, nach rechts entspannen. Linkes Knie beugen, linken Fuß auf die linke Seite, auf der Matte. Linke Hand zur rechten Schulter in die Matte drücken, den Oberkörper heben, rechte Hand in die Matte drücken, linken Arm zum linken Ohr strecken. Wir kommen hoch auf die Knie, wo Hüften nach oben ziehen, Brustbereich öffnen. Aus dieser Position kommen wir in Hockeposition. Langsam, bisschen kreativ zusammen. Linken Fuß zur rechten Hand nach hinten auf die Matte. Rechtes Knie heben, rechten Fuß auf die Matte. Und wir sind in Hocke. In dieser Hockeposition schauen wir nach vorne und wir wandern so, dass wir wirklich nach vorne auf unsere Matte schauen und sind. Rechtes Knie auf die Matte, linkes Knie auf die Matte, Stellung des Kindes, Po auf den Fersen, Arme nach vorne, auf der Matte, strecken. Wir schließen die Augen. Wir verbinden uns mit unserem natürlichen Atem. Immer durch die Nase atmen. Bring deine Aufmerksamkeit noch mehr nach innen, zu sich selbst. Fange an deine Intention zu denken, zu formulieren. Setze deine Intention für heutige Yoga-Praxis. Tief durch die Nase einatmen. Und tief durch den Mund alles ausatmen. Wir kommen zurück zu unserem natürlichen Atem. Immer durch die Nase atmen. Beim nächsten Einatmen kommen wir in Katzenposition und gleichzeitig rechtes Bein nach rechts aus der Matte strecken. Einatmen, Brustbereich öffnen, gerne noch mehr nach vorne sliden. Ausatmen, Rücken ganz rund, gerne mit dem Po mehr nach hinten. Ein paar Mal so intuitive Bewegung. Einatmen, Brustbereich öffnen. Ausatmen, Rücken ganz rund. Ein letztes Mal einatmen, Brustbereich öffnen. Ausatmen, Rücken ganz rum. Beim nächsten Einatmen, Oberkörper heben, Arme auseinander, Brustbereich öffnen. Ausatmen, Selbstumarmung. Rechten Arm ist oben, Ellbogen überkreuzen, Hände auf die Schultern, Schulterblätter. Und jetzt kreisen wir mit dem Oberkörper intuitiv.
die Richtung wechseln. Wir bleiben in der Mitte, Wirbelsäule gerade. Wir bringen das Gewicht auf das linke Knie und wir bringen den rechten Fuß nach vorne auf die Matte. Langsam, kontrolliert. Reiterposition, Kaktus, Brustbereich öffnen, Schulterblätter zueinander ziehen, Ellbogen im rechten Winkel. Einatmen, beim Ausatmen Hände auf die Matte, linken Fuß aufstellen, linkes Knie heben, strecken und wir kreisen mit dem rechten Arm. Ganz große Kreise. Linken Arm nach vorne, nach oben, nach hinten, linke Hüfte, linke Zehenspitze, nach links öffnen. Umgekehrte Krieger, linken Arm nach unten, rechten Arm über dem Kopf, nach hinten. Einatmen hier, ausatmen, Dreieckposition, rechtes Knie strecken, rechte Hand Richtung Boden, linken Arm nach oben. In eigenem Atemrhythmus einatmen, umgekehrte Krieger, rechtes Knie beugen, rechten Arm über dem Kopf, nach hinten. Ausatmen, Dreieck. Ein letztes Mal einatmen, umgekehrter Krieger. Ausatmen, linken Arm über dem Kopf nach vorne und nach links aus der Matte. Rechte Zehenspitze nach links drehen, griechische Position mit Twist nach rechts, rechten Arm nach oben strecken. Einatmen, beim Ausatmen, Blick nach unten, rechten Arm unter dem linken Arm, Ellbogen überkreuzen, wir können Schultern greifen oder Adlerposition mit Arm, Handflächen zueinander. Beide Zehenspitzen nach hinten auf unserer Matte drehen. Krieger 3 mit kleiner Rückbeuge und Adlerarmen. Beim nächsten Einatmen, Arme auseinander, Hände auf die Matte, in die Matte drücken, dreibeinige Hund, linkes Knie direkt nach oben, dem linken Knie in der Hüfte kreisen. Linkes Knie zur linken Schulter ziehen, das Gewicht mehr nach vorne schieben. Und ihr bringt linkes Knie nach links aus der Matte, rechtes Knie auf die Matte, Hüften zum Boden. Kobra. Und dann kreisen wir mit dem Oberkörper über eine Seite nach unten, über die andere Seite nach oben. Wir wechseln die Richtung. Brustbereich zur Matte. Wir rollen uns auf die rechte Körperseite. Linken Fuß nach rechts aus der Matte. Wir schauen jetzt wieder nach vorne auf unsere Matte. Wir öffnen das linke Knie nach links. Linke Hand hinten uns. Wir kommen hoch auf das linke Knie. Po, Hüften nach oben ziehen. Brustbereich öffnen. Rechten Arm über dem Kopf.
einatmen und beim Ausatmen setzen wir uns. Rechte Hand auf die Matte, nach hinten. Wir rollen uns auf die rechte Körperseite und wir kommen wieder in diese komische Cobra-Position. Hände unter den Schultern, linkes nach links aus der Matte. Stellung des Kindes in der Variante, wo wir das linke Bein strecken, wo auf die rechte Ferse linkes Bein gestreckt. Und wir machen die gleiche Sequenz auf die andere Seite. Einatmen, Brustbereich öffnen, ausatmen, Rücken ganz rund. Einatmen, Brustbereich öffnen, ausatmen, Rücken ganz rund. Ein paar Mal so in eigenem Atemrhythmus. Beim nächsten Einatmen Oberkörper heben, Arme auseinander, Brustbereich öffnen, ausatmen, Arme nach vorne, linker Arm ist jetzt oben, Ellbogen übereinander, wir greifen die Schultern und wir kreisen intuitiv mit dem Oberkörper, mit dem Brustbein. Wir wechseln die Richtung. Wir bleiben hier in der Mitte, Wirbelsäule gerade, das Gewicht auf das rechte Knie. Mit dem linken Fuß Schritt nach vorne, das ist jetzt unsere vorne, die Matte. In Reiterposition, Hüften nach vorne schieben, linkes Knie beugen, Brustbereich öffnen. Einatmen und beim Ausatmen Hände auf die Matte. Rechten Fuß aufstellen, rechtes Knie heben, strecken und ihr kreisen mit dem linken Arm. Rechten Arm nach vorne, nach oben, nach hinten, rechte Hüfte, rechte Zehenspitze nach rechts öffnen. Krieger 2 über den Krieger 2, nach hinten in umgekehrter Krieger. Linken Arm über dem Kopf, nach hinten einatmen hier in eigenem Atemrhythmus. Ausatmen, Dreieckposition. Ausatmen, umgekehrter Krieger. Ein letztes Mal einatmen, ausatmen, Richtung Dreieckposition, rechten Arm über dem Kopf, rechte Hand nach rechts aus der Matte, linke Zehenspitze nach rechts drehen, linken Arm nach oben, Grätscheposition mit Twist nach links. Einatmen, beim Ausatmen, Blick nach unten, linken Arm unter dem rechten Arm. Ellbogen übereinander, Schultern greifen oder Adlerposition mit Arm, Handflächen zueinander. Beide Zehenspitzen klassisch, wieder ganz nach vorne auf die Matte drehen. Rechtes Knie beugen, Krieger 3 mit kleinen Rückbeuge, Schulterblätter mehr nach hinten.
Einatmen, Arme auseinander. Ausatmen, Hände auf die Matte. Dreibeinige Hund, rechtes Knie ganz nach oben. Mit dem rechten Knie in der Hüfte kreisen. Rechtes Knie Richtung rechte Schulter, das Gewicht nach vorne schieben. Linkes Knie zum Boden, rechtes Knie, rechten Fuß aus die Matte nach rechts. Hüften auf der Matte, Cobra. Und ja, kreisen mit dem Oberkörper über eine Seite nach unten, über die andere Seite nach oben. Zweimal so. Und wir wechseln die Richtung. Brustbereich zur Matte. Wir rollen uns auf die linke Körperseite, rechten Fuß nach links aus der Matte. Wir schauen nach hinten auf unsere Matte. Wir öffnen das rechte Knie zur rechten Seite. Rechte Hand hinten uns. Und wir kommen hoch auf das rechte Knie. Hüften nach oben. Brustbereich öffnen. Einatmen und beim Ausatmen setzen wir uns wieder über die linke Seite. Kommen wir zurück auf den Bauch, rechte Hand nach vorne auf der Matte, rechtes Knie nach rechts. Stellung des Kindes. Po auf die linke Ferse und wir bringen auch rechtes Knie auf die Matte. Beim nächsten Einatmen Arme auseinander. Wir beugen Ellbogen, spinnen mit Händen. Einatmen, Brustbereich heben in der Mitte. Ausatmen, linke Schulter Richtung Matte. Du bist nach rechts, Blick über die rechte Schulter nach hinten. Einatmen in der Mitte. Ausatmen, du bist nach links, rechte Schulter Richtung Matte. Einatmen in der Mitte. Ausatmen, Twist nach rechts, linke Schulter zur Matte. Ein in der Mitte, aus nach links. Einatmen in der Mitte. Ausatmen, Stellung des Kindes, Hände nach vorne, auf der Matte. Schlafende Taube, rechtes Knie zum rechten Handgelenk, rechten Fuß Richtung linken Handgelenk. Lasst euch Zeit, richtige Position für sich selbst zu finden. Wir bleiben ein bisschen länger in dieser Position. Falls wir keine Schmerzen im rechten Knie haben, Oberkörper entspannen, gerne auf Unterarmen bleiben. Vielleicht die Stirn auf die Unterarme, vielleicht ganz zur Matte entspannen. Volle Konzentration auf die rechte Seite, auf die Stelle, wo es zieht. Einmal tief durch die Nase einatmen.
Und tief durch den Mund alles ausatmen. Langsam Oberkörper heben. Stellung des Kindes, rechtes Knie zum linken Knie. Taubeposition, linke Seite, linkes Knie nach vorne. Lasst euch Zeit, wieder die richtige Pose für sich selbst zu finden. Eine Seite kann ein bisschen anders sein als die andere. Wir sollten Öffnung, Dehnung in der linken Seite, Po, Hüfte, Oberschenkel spüren. Keine Schmerzen im linken Knie. Falls alles okay ist, Oberkörper entspannen. Volle Konzentration auf die linke Seite, auf die Stelle, wo es zieht. Einmal tief durch die Nase einatmen. Und tief durch den Mund alles loslassen. Langsam Oberkörper heben. Stellung des Kindes. Linkes Knie zum rechten Knie. Was es okay ist, durch dann auf die Matte und wir nehmen die Hände zu Füßen, Schultern ganz entspannen. Augen sind zu, Atem fließt durch die Nase, ganz natürlich, ganz entspannt. Ein paar letzten Minuten einfach nur so. Augen bleiben weiter geschlossen. Hände unter die Schultern in die Matte drücken. Langsam, Wirbel für Wirbel. Die Wirbelsäule aufrollen zum Sitzen. Wirbelsäule gerade. Schultern locker. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Hände vor dem Brustbereich zueinander. Verbinde dich nochmal mit deiner Intention, mit dem Mantra. Drei tiefe, bewusste Atemzüge, nur für sich selbst, ein und aus, immer durch die Nase. Einatmen,
Und beim Ausatmen lassen wir das Kind zum Brustbein fallen. Und beim nächsten Einatmung öffnen wir die Augen. Vielen, vielen Dank für die gemeinsame Yoga-Praxis. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Und ich freue mich auf euch wieder nächste Woche auf der Matte. Mach's gut. Namaste.